Und der Schimmel hat sich bald von Shakes and Fidget mit dem Wochenendevent Erfahrungspunkte, an welchem man nicht nur die doppelten Erfahrungspunkte bei Tavernenmissionen und ich glaube sogar beim Dr. Abadakarusi bekommt, sondern ebenfalls an dem Wochenende kann man Luchterblanc erhalten, wer den noch nicht hat. Ist ganz fein im Prinzip. Mit Ninja habe ich es, glaube ich, leider nicht so ganz geschafft, Poison zu besiegen. Deshalb musste ich danach auch Luchterblanc hochleveln, wenn ich mich nicht alles täuscht. Glaube ich, so war das. Und mit dem habe ich dann Poison besiegt. Genau. Jo, ansonsten, das Inventar quillt mal wieder über. Irgendwie kann man nicht direkt um 0 Uhr was reinwerfen beim Schmied. Deshalb, jo, muss man da warten. Das Problem aktuell ist ja, dass man nicht herausfinden kann vorab. Also sagen wir mal, ich bin jetzt nicht beim Schmied. Und ich habe jetzt hier irgendwas im Waffenladen oder bei einer Mission. Dann sehe ich ja nicht, wie viel das gibt. Das kann ich im Vorhinein nicht wissen. Da muss man raten oder schätzen. So zum Beispiel Waffen, okay, die geben jetzt vielleicht viel Metall und so. Aber das ist noch so eine Sache. Obwohl auf der anderen Seite muss man sagen, dass es auch irgendwie sehr überladen wirken würde, wenn darunter jetzt noch zwei Zeilen, einmal mit Metall und dann arkane Splitter, wie viel das wert ist. Glaube ich, das wäre auch ein bisschen zu heftig. Also, der Pilzdealer blinkt, das heißt, es gibt 20% mehr Pilze fürs Geld, nicht 20% günstiger, sondern einfach hier mehr draufgerechnet. Da sind es 600 mehr, hier 250 oder so, da sind es 100 und so weiter und so fort. Genau, also, ich werde wahrscheinlich auch aufladen, dass ich dann beim nächsten Epic-Event richtig losblättern kann. Hier ist ein Edelstein fertig. Ja, und wie schon angekündigt, das Lager ist leider voll geworden. Das heißt, entweder ich mache die Ritterhalle auf 18 und habe dann gar nichts mehr. Oder ich habe jetzt 8 Tage lang sozusagen hier einen vollen Steinbruch, was natürlich auch nicht so toll ist. Auf der anderen Seite, es gibt eine einzige Sache, boah, der muss meinem Krieger aber definitiv gefallen, beziehungsweise, Moment mal. Ja genau, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, wahrscheinlich diese Items nicht, hier zu versockeln, zu veredeln mit einem Sockel, weil das zu teuer ist. Und umgerechnet kann ich damit einfach weitaus mehr Items. War dann zwar unnötig, dass ich das getan habe, 3000 Metall. Unnötig, aber egal. Denn ich werfe die jetzt ins Klo, zuerst mal, für 50 Mana. Und danach, ja, ich habe es tatsächlich getan. Jetzt sehe ich nur kurz nach, aber die hat ganz bestimmt was mit Sockel. Ach ja, ich hatte den Level-Up, genau. Vor ein paar Stunden. So, Kunigunde hat natürlich hier was mit Sockel, von daher ist dieses Item bei weitem nicht besser. Und kann jetzt hier dieses Epic reinwerfen. Zwei Vorteile. Nummer 1, das müsste ich jetzt sowieso verkaufen und würde nichts bekommen. Verkaufen und Anführungszeichen zerstören eher, denn Items, die mal im Klo waren, geben kein Gold mehr. Das heißt, ich kann dieses Item zerlegen. Genau, Vorteil Nummer 1, obwohl es sowieso nutzlos, wertlos ist aktuell. Vorteil Nummer 2, Epics geben richtig viele arkane Splitter. 1800. Weil der große Nachteil daran ist, wenn ich hier sowas reinwerfe, wie schon gestern erwähnt, da verliert man Gold. Ist nicht so viel jetzt. Sagen wir mal, so eine 10 Millionen Waffe würde ich da nicht verwenden. Ist nicht so viel, aber hochgerechnet sind das ein paar Millionen pro Tag. Und deshalb muss man sich umrechnen, sind diese Millionen, die man verliert und in Skillpunkte reinstecken könnte, eigentlich wert, dass man sich da jetzt so viele Ressourcen holt, nur für einen einzigen Sockel? Das ist alles noch so ein bisschen Balancing-mäßig, muss man da überlegen. Genauso wie ich überlegen muss, ob der Krieger hier brav genug war, dass er ein Upgrade am Wochenende bekommt. Der hat ja richtig gute Items, aber er bekommt ein Upgrade. Das gönne ich ihm. Und zwar in die Schuhe rein, denn die sind schwächer vielleicht. Ach so, Moment, ich bin... Nein, deshalb in die Schuhe, weil ich hier das Teil vielleicht austauschen werde. Sobald es dann im Klo war. Denn für den Krieger sind alle Attribute auch nicht so schlecht. Mal schauen. Beziehungsweise das mache ich so und so. Was noch mit der Robe hier? Moment. Alle Items jetzt... Ach, 10 Millionen, genau. Nö. Die kann ich zwar natürlich reinwerfen, aber 10 Millionen, sorry. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Gürtel sind heute dran. Hier ist mal... eine Treibsanduhr, die muss ich sparen fürs nächste Gold-Event, aber jetzt sollte dann eigentlich das Epic-Event kommen. Nach dem EP kommt das Epic. So sieht's aus im Schneckenhaus. 3 schlechte Quests. Ich bedanke mich vielmals bei meiner Mama, bei meinem Papa und ganz besonders bei meinen Eltern, die nicht dafür verantwortlich sind. Ich muss trotzdem die 10 Minuten annehmen,
denn das ist die beste davon. Gut, was macht dieser kleine schwarze Edelstein? Der wird verkauft. Jo, das wird er. Weg damit. Dann, so viel mal zum Schmied für heute. Genau, 150 Millionen hier ausgeben. Da bin ich bald soweit. Und das meine ich eben. Also, wirft man... Gehen wir einfach mal von einem Skillpunkt pro Tag aus. So, je nachdem, ob man gute Items hier bekommt. Lucky Coins sogar, weil ich ein bisschen auf der App geklickt habe. Hier, das ist jetzt echt bitter mit dem Stein. Wenn ich beim Glücksrad drehe, dann addiert sich das. Aber ich... Ja, kann es mir nicht abholen. Also hier habe ich jetzt mehr als das Maximum durch das Glücksrad eben. Abholen kann ich es mir jedoch nicht. Jetzt ist die Frage... Nö, aber ich bleibe dabei. Ich habe mich eigentlich schon so entschieden, ich baue jetzt die Ritterhalle noch nicht aus, sondern noch einmal die Festung, weil ich jetzt echt so weit bin. Nach diesen 7 Tagen ein einziges Mal die Festung. Das wird mit dem Glücksrad definitiv langen. Und dann kann ich noch immer tun und lassen, was ich möchte. Denn ich glaube, und ich glaube nicht nur, das ist ganz bestimmt so, die Ressourcen, die ich jetzt hier verliere in den 7 Tagen, sagen wir einfach mal, 33.000 pro Stunde sind 792.000 pro Tag, habe ich mir eben ausgerechnet. Und sagen wir 800.000 pro Tag. Das heißt, ich verliere noch 8 Tage. Und, ach so. Na genau, Quatsch. Ich verliere noch Dingenskirchen 8 Tage. Aber die Sache ist hier. Einmal Stein bekommen 600.000. Das heißt, das war jetzt fast der Lohn für einen gesamten Tag. Für etwa 20 Stunden. Dann, wenn ich Glück habe, kommt nochmal ein Stein. Nochmal. Bams. Und ich bekomme eben nur so viele Ressourcen, weil ich die Festung soweit ausgebaut habe. Das heißt, wenn ich die nochmal hochlevele, dann erhöht sich das Maximum auf diesen Wert. Und dann bekomme ich bei dem Kollegen noch weitaus mehr. Das heißt, all diese verlorenen Ressourcen in dieser einen Woche bei Stein, vollkommen egal, die hole ich wieder rein. Kleiner Reim. Am Rande, der war fein. Gut. Hier, das sieht man einfach so häufig Ressourcen. Und da ich ja das Glücksrad verwende, mache ich das nach wie vor so. Die Items aus dem Glücksrad geben auch am wenigsten Gold beim Verkaufen. Deshalb eignet es sich optimal, die reinzuwerfen, weil die sind vom Level her aktuell, geben einfach wenig Gold, aber die Ressourcen sind trotzdem in Ordnung. Dieser Ring ist zum Beispiel ein Splitter-Item, eher Splitter. Hier ein Mix aus beidem, aber ein bisschen Metall kann man sich auch holen, deshalb nehme ich jetzt diese Handschuhe. Und ein Item kann ich dann noch reinwerfen. Da werde ich noch schauen, was ich so bekomme. Vielleicht zufällig bei einer Mission. Oh, der Glücksrad ist heute fertig, genau. Jo, das war's erstmal. Von daher, wer jedoch nicht beim Glücksrad dreht, der muss das nicht immer so machen, die Festung ganz hochleveln, weil das ist dann unnötig. Von einer guten Festung hat man nichts, wenn man nicht auch irgendein Gebäude immer auf das Level der Festung zieht. Ist vollkommen unnötig, bei mir zum Beispiel jetzt. Denn ich habe weder die Akademie auf 18, hier 18, hier 18, nirgendwo 18. Von daher müsste ich keine 18er Festung besitzen. Außer, ich drehe immer am Glücksrad und erhöhe dadurch die Ressourcen. Feine Taktik. Moment, wie viel habe ich denn mittlerweile? 84 Millionen. Das war doch heute irgendwas mit 70. Einfach nur verrückt. Gut. Aber, so viel mal dazu. Ich kloppe den Ex-Exorzist hoffentlich jetzt irgendwann mal weg. Solche Versuche mit 20% hatte ich schon mal. Muss heute nicht drin sein. Na, das war eine Heilung. Schilling der Heiler. Ja, das war eine krasse Heilung. Was zur Hölle geht denn da ab? Tischbumm, nur flott angegriffen, aktuell wird das noch nichts, aber sobald ich dann nach dem Epic Event, eine Woche dauert es noch, blättere, dann habe ich hier hoffentlich schon einige Ressourcen. Moment, gibt es ein Maximum an Upgrades, die man pro Tag tätigen kann? Nö, gibt es nicht. 2 von 10 steht da zwar, aber das bedeutet nicht pro Tag, sondern in Summe. Das heißt, wenn ich jetzt fleißig diese beiden Ressourcen sammle, dann kann ich, sobald das Epic Event kommt und ich die Items erblättert habe, boom, kadabang, kabam, mit Sockel natürlich... Den füge ich dann nicht hinzu. Kann ich die sofort alle aufwerten? Also ich sag mal 10. Also jedes Item kann ich dann mindestens 2-mal aufwerten. Bis dahin, das sollte drin sein. Das heißt, 6%, 6%, 6% pro Power-Up, nämlich 3% erhöhen sich da. Das ist schon heftig. Das sollte hier ein paar Tausend, nicht ein paar Tausend, ein paar Hundert ausmachen. So, genau. Gilden, angreifen. Da sind jetzt wieder alle am Start. Deshalb... geht der Vollstrecker auch runter wie Butter mit 17,7 Millionen. Warum sage ich immer 17, wenn ich 19 lese? Ich bin manchmal mit den Gedanken schon 3 Sätze weiter, denn ich wollte gerade
drüber reden. Genau, mit 20 Millionen wollte gerade drüber reden, dass wir hier dadurch auch die Ritterhallensumme wieder auf einer ziemlich feinen Summe haben. 742. Das kann sich, denke ich mal, so im Vergleich schon sehen lassen. Und wir haben auch Glückwunsch an, wo ist sie denn, Krümeline, mit einem, wo war denn der? Ey, wo war der? Wo hast du den drin gehabt? Du hast gerade andere Items drin. Was soll das? Das warst doch du, oder? Nein, nein, das war Ali. Sorry, das war Ali mit einer 20er Mine. Ich dachte, Krümeline hat den. Da hab ich genau falsch gedacht. 900 Intelligenz glatt. Das nenne ich doch mal einen Edelstein, oder? Glückwunsch auf jeden Fall von meiner Seite aus. Das ist krass. Das ist krass, 900. Wenn man sich mal meine Steine ansieht. Das sind hier so 650 die besten in etwa. Der aber noch mit der schlechteren Gildensumme. Ja, 650 ist aktuell das Maximum für mich. Und da erkennt man eben den Unterschied noch. Hier ein bisschen die Mine ausbauen etc. 900 auf einem einzigen Edelstein. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Doch, jetzt hat sie es gesehen. Und auf anderen Servern bestimmt auch schon. Aber auf S14 ist das schon heftig. Was hat ein Hox so? Der hat auch die Mine auf 20, von dem weiß ich's. Hox hat hier, boah, 88 doch, 861. Das knackt und grenzt auch schon an den 900. Jau, hier fehlen zwei Pünktchen. Ja, und jetzt, weil eben unsere Ritterhalle noch immer ansteigt und ansteigt, wird diese Summe der Edelsteine, der Attribute natürlich immer und immer und immer mehr. Feuer wird sehr teuer. Denn da greife ich an, Mann, mit Wasser, weil ich's kann. Und hoffe, dass ich das Feuer löschen kann. Hier, ich finde die jetzt gar nicht mehr so, doch eigentlich sind sie jetzt extra spannender noch geworden. 21 Ehre, aber ein bisschen traurig bin ich dann immer, wenn ich nicht Hanne gewonnen zu 100%, weil jetzt alle aufholen konnten. Hier wird mit Schatten angegriffen der Deathman. 3-1-3. Feigel. Mit Gel in den Haaren. Ach, okay, das war eine saubere Sache. 20 Ehre bekommen für Floss, Nessel, Rocky. Nein, das war die falsche Melodie. Ist jetzt schon auf Level 100. Feuer 19 mit dem Level. Ihr seid verrückt, mit so einem geringen Level schon alle freizuspielen, die man freispielen kann. Also, der ist noch drin, aber... Bam, 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 bam. Ich nehme Feuer. Du hast Rocky, hast du niemals auf 100. Jawohl, Rocky macht das Ding, aber die Vestor war 100. Lukist mit 20, 806. Das dürfte ein krasser Kampf werden. Ich greife mit Licht an. Das sind meine... Ja, das ist meine Mannschaft. Auf geht's. Lukist ist, glaube ich, Rang 3 oder irgendwie so Rang 4. Auf jeden Fall Top 10, ganz weit oben. Und da kann es sogar sein, dass ich mit Licht verliere, denn der hat Züngeln ganz bestimmt schon ein bisschen gelevelt auch. Das wird... Oder auch nicht Heraldon. Da habe ich aber richtig viel Pech gehabt, denke ich mal. Da muss ich richtig viel Pech gehabt haben. Rocky mal 100. Züngel 40, okay. Kann man sich dann mal wegdenken sozusagen. Aber... Ja doch, war sauber für mich. 126 Ehre gewonnen. Das tut mir echt leid, Lukist. Aber ey, du hast mir bestimmt auch schon häufig was geklaut. Und ich mein's ja nicht persönlich. Tatsache, der war Rang 4 oder so. Ja, jetzt bin ich Rang 4. Nicht mehr lange. Nach diesem Video wieder Rang... Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Man bekommt ja nichts dafür. Es wäre interessant, und das gibt es in anderen Spielen, mit so einer Liga oder Saison, dass man auch was für den Rang bekommen würde. Wäre aber dann vielleicht auch langweilig, weil ich sag mal, bei allen Ranglisten, da tut sich nach Jahren, nach 5, 6, 7 Jahren, tut sich da nicht mehr viel. Und dann würden immer die gleichen Leute die Preise gewinnen. Und immer die gleichen Gilden und immer die gleichen Festungsleute und immer die gleichen bei den Pets. Und die würden dann immer und immer stärker werden und die anderen dann nicht. Da müsste man so machen, dass man rechnet, wie viel Ehre hat jemand dazu gewonnen oder wie viele Ränge hat jemand gut gemacht. So. Aber ansonsten ist eigentlich die Rangliste. Es ist nur so, man will ja doch gewinnen für die Frucht. Denn je mehr Früchte, desto gesünder, desto mehr Vitamine, desto weniger krank. Nein, das stimmt leider nicht immer so, wie ich erst neulich wieder bewiesen habe. An eigener Leib und Seele, an eigenem Leib und an eigener Seele. Hat vielleicht nicht mal jeder bemerkt, denn ich habe trotzdem ganz normal Videos weitergemacht. Doch, meine Stimme war ziemlich
nervig. Und ich habe, nein, ich habe gespoilert, Leute. Ich hoffe, ihr habt nicht gesehen, was da passiert ist. Und ich hoffe, ihr habt ihr nicht die grüne Post gesehen, dass ich unterbezwungen habe. Mit Unterbiss, unter, es war endlich möglich, nach, keine Ahnung, 10, 15 Versuchen, war es dann soweit direkt, das war der erste oder zweite Versuch des Tages, sauber. Und von daher kann ich dann, wenn die nächste Spülung ansteht, was nicht mehr allzu lange dauert, ein bisschen noch und so, dann kann ich unterbekommen. Aura 20 oder so muss man dafür besitzen, genau. Aura mindestens 20 und dann mit der Spülung kommt so gut wie direkt raus, glaube ich. Bis Aura 30 dauert es bestimmt nicht. So, hier mein letzter Angriff des Tages bei den Begleitern. Leider knapp verloren, schade. Mio. Dann muss ich hier drauf achten, auch immer genügend Items ins Klo zu werfen. Nicht ins Klo. Hier rein, Zerlegung und so. Soll ich das zerlegen, das Teil, oder will es die Kunigunde haben? Kunigunde, die habe ich auch nicht hochgelevelt. Das tut mir natürlich leid. Kunigunde, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Ach, das willst du natürlich haben, aber dir fehlt der Stein, den habe ich jetzt. Oder ich gebe dir den schwarzen Edelstein. 2,61. Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? Boah, du bekommst den richtig guten, aber den zweitbesten. Den besten will ich mir für mich aufheben. So, jetzt mal ansehen. Das ist natürlich schlechter. Dann kann ich... Ach, ich bin doof. Ich bin doof. Egal, dann morgen. Ansonsten hätte ich das Teil ins Klo geworfen und danach beim Schmied reingesteckt. Einmal drehen. Bitte Tränke. Nein, den wollte ich nicht. Den wollte ich auch nicht. Den wollte ich auch nicht. Lohnt sich es denn, Items zu kaufen und die dann beim Waffenladen reinzuschmeißen? Nein, lohnt sich eigentlich nicht. Da sollte man, aber ich mache sowieso noch Alu weiter. Was ist denn da los? Was ist denn los mit euch? So, haut mich nicht um, da haut mich gar nichts um. Leider. Nur rum haut mich um, wenn man zu viel davon nimmt. Es kommt immer auf die Dosierung an. 94 zu 88. Oh mein Gott, warum nur? 4 Tage die Akademie noch. Ich hoffe, dass ich bis dahin genügend Ressourcen habe, um irgendwas anderes Feines auszubauen. Dann, weil der ja down ging, will ich vielleicht ein bisschen bei Licht, denn ich habe gemerkt, die Früchte, ich muss da jetzt Mesmerit Dafug füttern. Und Mesmerit hier wäre der stärkste. Aber ich will ja eigentlich Bofuchs haben. Deshalb greife ich hier an und versuche mein Glück. Das ist ein Krieger und weil Kolisope sollte das ja definitiv was werden. Oder auch nicht. Push the button. Piep, 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 piep. Warum blockt denn der so häufig? Komm. Willkommen bei den Kundschaftern. Die sind doch nicht so OP. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Na gut, für dieses Video soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.